Kevin, 2:2 gegen Carl Zeiss Jena zu Hause. Inwieweit muss der VfL aufgrund des Spielverlaufs und des späten Tores zufrieden sein mit dem einen Punkt? Ich denke, am Ende, weil wir das späte Tor noch gemacht haben, können wir schon zufrieden sein mit dem Punkt. Aber wir haben uns sicherlich vor dem Spiel viel mehr vorgenommen. Dann leider am Anfang so ein bitterer Fehler, aber ich finde, wir sind dann klasse wiedergekommen durch das 1-1. Dann kam das unglückliche 2-1. Danach haben wir uns irgendwie ein bisschen hängen lassen. So. Wir waren ein bisschen verunsichert und alles. Aber wir haben uns gesagt, nach der Pause wollen wir nochmal richtig Gas geben, rauskommen und alles geben. Und das haben wir auch gemacht und am Ende dann noch, Gott sei Dank, den Ausgleich geschafft. Fehler in der Defensive ist das eine. Auf der anderen Seite natürlich auch die mangelnde Chancenauswertung. Ihr hattet 15 Ecken, konntet nur wenig Kapital daraus schlagen. Ja, das stimmt schon. Aber das ist noch ein großes Manko, glaube ich, auch bei uns, dass mit der Chancenverwertung. Wir spielen uns die Chancen super raus, über den Flügel oder auch durch die Mitte und machen dann die Tore in der Mitte nicht. Das ist ein bisschen unglücklich, aber wir arbeiten jede Woche im Training dran. Was anderes bleibt uns nicht übrig und ich hoffe, irgendwann klappt es dann, dass die Dinger dann nochmal reingehen. Die Serie hat ja zwar gehalten, ihr seid weiterhin ungeschlagen, aber gegen einen Gegner aus der unteren Tabellenregion erhofft man sich wahrscheinlich mehr, oder? Ja klar, wir wollten als Sieger hier vom Platz gehen. Wollten oben mit dranbleiben weiter. Jetzt habe ich andere Ergebnisse gesehen. Ich glaube, die haben alle für uns gespielt. Da hätten wir jetzt gewonnen. Dann wären wir wieder ein bisschen weiter oben und ist bitter, schade, aber am Ende doch noch einen Punkt geholt. Und ich denke, das gibt uns dann wieder auch Auftrieb für die nächsten Spiele dann. Danke, hoffen wir auch.